Wie findet man wirkliche innere Sicherheit? Viele suchen sie, die wenigsten finden sie. Mein Name ist Christina Panosch und heute werden wir uns diesem Thema widmen. Diese Suche nach Sicherheit, nach denen sie bei vielen das Leben dreht. Ich möchte heute wirklich auch mit etwas ganz Persönlichem anfangen. Und zwar habe ich heute in der Nacht einen Traum gehabt, der so meine Urängste getriggert hat. Ich glaube, ich war schon so Richtung Aufwachen unterwegs. Und dann hatte ich einen Traum, den ich jetzt ganz bewusst nicht nenne, nicht weil ich nicht drüber reden könnte, sondern weil ich dem gar kein Futter geben möchte. Und der Traum war einfach so real und so ganz wie aus dem normalen Leben gegriffen, aber eben mit einem Ereignis, das mich praktisch aus der Ruhe gebracht hat oder schockiert hat. Und wie ich dann aufgewacht bin, war dieses Gefühl noch wirklich sehr massiv da. Und ich habe einfach so gespürt, ja, dass ich wirklich jetzt eine Zeit brauche, um überhaupt runterzukommen, um wieder zu verstehen, okay, das war jetzt nur ein Traum und das hat jetzt nichts mit meiner momentanen Wirklichkeit zu tun, weil es einfach, ja, es hat einfach wirklich so Urängste getriggert. Ich kenne sowas. Ich muss sagen, ich erlebe das persönlich wie Einspielungen, weil sehr häufig sind es Dinge, mit denen ich mich im Alltag gar nicht beschäftige. Also es geht mir momentan wirklich sehr gut. Ich fühl mich auf einem guten Weg. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich schaue wirklich mit Freude in die Zukunft und in mein Leben. Und dann kommt so ein Traum, der einfach so alte Ängste hochkochen lässt. So wie wenn es da Kräfte gäbe, die einfach meiner momentanen eigentlich sehr positiven Entwicklung fast entgegenstehen. Spannenderweise habe ich aber dann auch kurz danach wirklich so also einen Gedanken gehabt, wo ich auch das Gefühl hatte, ja, wo kommt der jetzt her? Und der Gedanke war einfach, auf dieser Ebene kann man keine Sicherheit finden. Und dann habe ich gedacht, das ist ein spannendes YouTube-Thema, das muss ich euch gleich vermitteln. Und zwar, was bedeutet das? Auf dieser Ebene gibt es keine Sicherheit. Wir versuchen Sicherheit, alle versucht man Sicherheit zu finden. Also wir sind eigentlich im Grunde genommen alle verunsicherte Menschen, das sage ich als Psychologin und Menschenkennerin. Die wenigsten von uns haben wirklich diese Sicherheit von Kindheit an erlebt, die wir bräuchten, um wirklich dieses Urvertrauen zu entwickeln. Und dann ist einfach unser darauf folgendes Leben sehr häufig einfach sowas wie Kompensation. Das heißt, wir versuchen irgendwie Kontrolle über unser Leben und auch die Menschen um uns herum zu bekommen. Sehr häufig versucht man das eben im Außen. Das heißt, die einen versuchen vielleicht eine finanzielle Sicherheit zu bekommen, berufliche Sicherheit. Dann versucht man natürlich auch die Beziehungen rundherum zu kontrollieren, speziell zu unseren Partnern, zu unseren Kindern, zu unseren Familien. Wir beginnen auch Sicherheit dadurch zu erlangen, indem wir uns einfach nicht mehr ganz zeigen. Also genau überlegen, wem zeige ich was, wie viel Authentizität traue ich mich wo zu offenbaren. Ja, und sonst gibt es auch noch ganz viele verschiedene Dinge, die wir tun. Es kann bis zu Zwangsneurosen gehen, wo wir einfach versuchen, durch fast magische Handlungen irgendwie wieder Kontrolle über Dinge zu erlangen, die wir eben nicht kontrollieren können. Und trotzdem, wenn man so herumschaut, es gibt so wenig Menschen, die wirklich so eine, ja, einfach eine wirkliche innere Sicherheit haben, wo man spürt, dass da eine Ruhe und eine Gelassenheit ist, egal was sie im Außen zeigt. Und die nicht jetzt immer, wo nicht immer alles schön laufen muss und trotzdem haben sie eine Stabilität. Auch die Menschen, die es schaffen, zum Beispiel jetzt vielleicht einen großen Reichtum anzusammeln, auch die sind natürlich immer wieder konfrontiert mit Dingen, die sie einfach nicht kontrollieren können. Sehr häufig ist es dann im Bereich der Beziehungen, wenn man es materiell kann, man vielleicht nur manche Dinge relativ gut absichern und kontrollieren. Aber es gibt eben dann auch Sachen, die einfach ins Leben treten. Ein plötzlicher Todesfall, eine Krankheit, eine Trennung, Kinder, die etwas machen, was man überhaupt nicht versteht und die das den eigenen Wertvorstellungen völlig widerspricht. Also Enttäuschungen auf Beziehungsebene. Und was machen wir jetzt? Also offensichtlich suchen wir alle verzweifelt nach Sicherheit und trotzdem finden so wenige von uns. Und mir ist einfach
klar geworden durch diesen Traum und durch die danach folgenden Gedanken, dass es eben wirklich diese Sicherheit auf dieser Ebene nicht gibt, sondern die Sicherheit müssen wir auf einer völlig anderen Ebene suchen. Und das ist eigentlich eine Ebene, die unabhängig ist von den äußeren Ereignissen. Und ich würde sagen, es ist eigentlich ein Mindset oder eine Grundeinstellung. Und zwar die Grundeinstellung, dass alles sich zum Guten wenden wird. Für mich hat das natürlich eine ganz starke spirituelle Komponente. Ich weiß nicht wirklich, ob es funktioniert, wenn man diesen Aspekt nicht dabei hat. Also das heißt, wenn man nicht auch das Übernatürliche für möglich hält. Ich habe es jetzt gerade erlebt. Vor kurzem ist eben ein Mensch, der meinem Herzen sehr nahe steht, sehr plötzlich krank geworden. Und es hat niemand damit gerechnet. Und ich bin dann sehr plötzlich eben aufgebrochen, dort, wo der Mensch war. Und habe zuerst wirklich einen Schock gehabt, weil ich einfach so überrascht war. Und habe mir dann entschlossen, nein, ich entscheide mich jetzt, dass Gott das einfach nutzen wird zum Positiven und dass es da, ja, dass die Dinge irgendwie einen Sinn haben werden und dass vielleicht gerade dieses Ereignis gut ist und heilend ist. Und genau so war es dann auch. Also ich habe die Reise als wirklich erstaunlich geführt empfunden. Also ich habe mich vorher schon mit dem Thema Affirmationen beschäftigt und habe da so die Affirmation gehabt, dass einfach alles wie auf Gleisen läuft und dass die Türen einfach von selbst aufgehen. Und genauso habe ich es erlebt. Also vom Zeitplan her und allem, es ist so richtig auf Schiene gelaufen. Und ich bin richtig glücklich von dieser Reise zurückgekommen, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, es war so stimmig, ich habe so schöne Begegnungen gehabt, auch schöne Gespräche gehabt, dass ich, also ich würde jetzt nicht sagen, das Ereignis war es wert, aber ich habe einfach gemerkt, dass man einfach in diesem Vertrauen bleiben muss, dass es dann trotzdem zum Guten führt. Und egal, ob man jetzt sagt, ja, Gott zieht da die Fäden oder, keine Ahnung, die Absicht wirkt, das ist jetzt eigentlich für mich gar nicht die zentrale Botschaft, sondern die Botschaft ist, wir müssen eigentlich regelrecht wie einen Muskel das Urvertrauen in uns trainieren. Bekommen haben es die wenigen von uns. Ich kenne persönlich überhaupt keinen Menschen, der wirklich in diesem Urvertrauen aufgewachsen ist. Aber wir können es uns aneignen. Und mir hat da sehr gut gefallen, was der Jim Quick, der so mit dem Thema Gedächtnis sehr stark auseinandersetzt, der sagt eben, wir müssen eigentlich beginnen, die Hauptwörter, also die Substantive durch Zeitwörter oder Verben zu ersetzen. Also das heißt nicht, ich habe Glauben, sondern ich tue Glauben. Und I do faith auf Englisch. Also das heißt, wir warten immer drauf, bis wir den Glauben haben, dass wir alles schaffen können oder bis wir das Vertrauen haben, dass wir etwas wert sind und das Selbstbewusstsein haben. Aber stattdessen ist es ein Verb. Das heißt, wir müssen es tun. Und wir können es auch tun. Das ist auch die schöne Botschaft daran. Und ich merke jetzt einfach, dass ich wirklich, also ich bin da jetzt auch schon länger dran und ich spüre, wie das stärker wird in mir, dass ich einfach wirklich dieses Vertrauen habe, egal was im Außen passiert. Ich glaube, dass das Leben stärker ist, dass das Gute stärker ist, dass das Wahre stärker ist und dass ich einfach geführt und geleitet bin. Und selbst wenn sie mal vordergründig etwas zeigt, was jetzt vielleicht für mich zuerst einmal nicht positiv ist, dass es dann letztlich ineinander geht mit anderen Dingen und letztlich dann zum Guten und zum Richtigen führt. Und das ist ein Muskel, den wir trainieren müssen. Und den müssen wir dann trainieren, wenn nicht große dramatische Ereignisse am Horizont sind, sondern dann, wenn es uns eigentlich gut geht. Weil dieser Muskel muss dann schon trainiert sein in dem Moment, wo wir wirklich schwimmen lernen oder schwimmen müssen. Also man muss schwimmen lernen, bevor man die Fähigkeit des Schwimmenlernens zum Überleben braucht. Und aus dem Grund möchte ich euch einfach wirklich ermutigen, euch bewusst zu machen, es ist eine Einstellung, es ist eine Entscheidung. Also man entscheidet sich auch, das zu glauben. Es ist ein Glauben müssen, wie manche das nennen. Also das heißt, ich entscheide mich zu glauben, dass
in meinem Leben alles seinen Sinn hat. Und wenn ich mir dieser Führung anvertraue, dass dann auch alles letztlich zum Guten führt. Und ich habe auch gemerkt, das ist so eine ganz besondere Einstellung zum Leben, weil man entwickelt Schritt für Schritt immer stärker eine größere Gelassenheit und kann dann so mit einer fast neugierigen, aufmerksamen Wachsamkeit in die Welt gehen, wo man schaut, wow, was passiert jetzt wieder? Und boah, ist jetzt mit dem zusammengekommen und so. Also es ist so, ja, die Welt wird einfach spannend und bunt. Man lässt sich überraschen und fühlt sich trotzdem geführt. Also die Dinge sind dann oft nicht so, wie man sie erwartet. Also es ist eine ganz andere Form. Ja? Wir versuchen ja immer durch Kontrolle die Dinge so zu kontrollieren, dass sie dann so sind, wie wir uns das wünschen und wie wir das erwarten. Und das ist oft ganz und gar nicht so. Und trotzdem merkt man so, boah, da geht jetzt eine Tür auf, da ist jetzt etwas möglich und so. Und da braucht man diese Flexibilität und diese Bereitschaft, das wahrzunehmen und dann durch die Tür, die sich da gerade öffnet, auch durchzugehen. Wenn wir jetzt immer nur auf eine bestimmte Türe starren und genau dorthin gehen wollen, dann sehen wir gar nicht die vielen anderen offenen Türen, die da schon da sind und durch die wir nur gehen müssten. Also es ist so eine Mischung aus Fokus, wo ich schon glaube, man muss sich ausrichten auf das, was man möchte, aber mit so einer Weichheit. Also ich habe mir mal überlegt, wie geht ein optimaler Jäger um? Er muss natürlich wissen, auf was er Wasser jagen möchte. Aber wenn er dann in den Wald geht, braucht er so eine weitschweifende, offene Aufmerksamkeit, um einfach zu sehen, was steht jetzt wann an. Und er braucht irgendwie auch Ruhe und eine Gelassenheit und kein Drängen. Also das heißt so, es ist ein ganz bestimmter Bewusstseinszustand, in dem man sich da begibt. Ich bin das selber noch stärker am Entwickeln, also ich habe jetzt noch nicht alles vollständig ausgebildet, aber ich bekomme immer mehr eine Ahnung davon, wie es sich da leben lässt und was für eine Form der Sicherheit das dann bedeutet, auch wenn es vielleicht im Außen manchmal genauso das gleiche Chaos sein kann. Also wir leben einfach in einer unsicheren Welt und da verändern sich die Dinge oft so, wie wir sie nicht wollen. Und trotzdem kann es so eine Stabilität geben, die einfach eben über dieser Ebene der faktischen Ereignisse ist und die einfach sehr stark in uns ist und mit unserer Einstellung zusammenhängt. Und dafür muss man sich entscheiden und das muss man dann auch üben, wie eben einen Muskel, wie bereits gesagt. Und plötzlich findet man innere Sicherheit, die eben nicht mehr an die unmittelbaren Ereignisse gebunden sind, sondern einfach getragen ist von einer Überzeugung, dass man geführt und geleitet ist und dass die Dinge ihren Sinn haben und dass, wenn man sie auf das Richtige ausrichtet, dass dann sie auch früher oder später manifestiert und einem entgegenkommt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch wirklich diese Bereitschaft, euch selbst dieses Urvertrauen, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort erarbeiten nehmen soll, aber letztlich hat es auch was mit Arbeit zu tun, aber einfach mit Übung, dass man das einfach regelmäßig macht und dass ihr wirklich eine Stabilität findet, die einfach über diese faktischen Ereignisse hinausgeht. In diesem Sinne alles Liebe und Gute, seid geführt und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und wenn ihr auch mir Kommentare hinterlasst, wie es euch selbst mit dem Thema geht. Alles Liebe, Baba!